Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Phönotopia Awakening. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Man muss sich die Nacht auf der Bank verbringen. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Phönotopia. Ich musste leider die Nacht über auf der Bank verbringen. Ich konnte mir kein Hotelzimmer leisten. Ja. Wir haben die Aufgabe, Banditen kaputt schlagen. Aber ich muss nochmal zurück. Unsere Freundin, die angekettet ist, hatte nämlich gesagt, im östlichen Teil der Stadt könnten wir jemanden finden, der uns beibringt, wie wir Schlösser knacken. Und das brauchen wir, um zu diesem einen Typen reinzukommen, der die Knallbonbons hat. Da oben das Rätsel, das habe ich immer noch nicht gelöst. Da sind meine flauschigen Biester. Hallo. Ciao. Jetzt dürfen wir erstmal suchen. Erstmal in den Brunnen rein. Oh, die haben den extra für mich zugemacht. Nee, doch nicht. Ich wollte sagen, die haben den für mich zugemacht. Damit das nicht passiert. Warte mal, das sieht so aus, als ob da unten Gänge wären. Da sind tatsächlich Gänge, aber man sieht hier nichts. Würde man rechts was sehen? Wir werden es nicht herausfinden, weil ich schon wieder ins Wasser gesprungen bin. Oh, hier ist tatsächlich was. Aber man sieht trotzdem nichts. Ich hoffe einfach, dass man im Verlauf des Spiels irgendein Item kriegt, womit man sich die Umgebung heller machen kann. Östliche Gegend, irgendwo hier wird es schon wohnen. Hey, du bist von Pandelo, oder? Du strahlst einen liebreizenden, ländlichen Charme aus. Wenn du die Brücke in ihrem derzeitigen Zustand überqueren kannst, Mädel, habe ich ein Angebot für dich, das du nicht ablehnen kannst. Ich bin ganz Ohr. Riesenbären vom Dukiwald gelten hier als so eine Art exotische Delikatesse. Seit die Brücken nahezu unüberquerbar sind, ist der Vorrat hier sehr spärlich. Das hat den Preis für diese Bären beachtlich gesteigert. Wenn du mir welche bringst, kann ich sie für einen hohen Preis verkaufen. Du wirst natürlich angemessen bezahlt. Daraus könnten wir beide Profit schlagen. Ich würde dir die Bären im Viererbündel für 25 Rennen abkaufen. Wie hört sich das für dich an? Bist du interessiert oder hast du Interesse? Klingt nach einem guten Angebot. Aber dann müsste ich halt immer hin und her rennen. Das ist, glaube ich, nicht der Ort, den wir suchen. Der Dude da sieht aber cool aus. Sanddrachen, Drachenschlinken, Roben mit den Bossbanditen. Die sind nichts im Vergleich zu mir. Okay, dann gib mir keine nützlichen Infos. Das hier muss doch die Gasse sein. Ah, ich habe ihn gefunden, Garnett. Ey, ich bin Garnett. Wer will das wissen? Lisa hat dich geschickt. Ach, verflixt. Lisa kann ich nichts abschlagen. Weißt du, was sie für mich getan hat? Sie... Warte, ich schwor das niemanden zu verraten. Sorry, falls ich vorher unhöflich war. Eine Freundin von Lisa ist meine Freundin. Was brauchst? Nichts zu Gewissenloses, hoffe ich mal. Das Haus von Andar, dem Bombenschmied? Du bist nicht einer dieser Uroboros-Räuber, oder? Haha, man kann zur Zeit nie sicher genug sein. Also, ich erledige das, Schwester. Die Sache ist, ich kann nicht einfach je nach Laune herumrennen. Ich habe jetzt einen ehrlichen Job. Ihr müsst euch um die Kinder kümmern, solange ich weg bin. Die Kinder sind auch, überlass das mir. Danke, Schwester. Die eine Hand wäscht die andere. So, und was soll ich jetzt machen? Alle mal hören, das ist Gail. Das ist eine Freundin von mir und sie wird auf euch aufpassen, während ich kurz eine Besorgung erledige. Trittet ihr mit dem gleichen Respekt entgegen, den ihr von mir habt. Haben wir uns verstanden? Okay, sie werden keinen Respekt von mir haben. Sie heißen Vio, Sky, Porter, Leaf und Mango. Mango finde ich gut. Du kannst sie auch einfach an der Farbe ihrer Stirnbänder benennen. Sie feiern das. Sollte nicht lange gehen. Viel Glück. Und was mache ich jetzt mit den Blagen? Große Schwester, lass uns was spielen. Der Name des Spiels ist... Verstecken! Wir verstecken uns. Und du musst uns finden. Alles innerhalb der Stadt ist erlaubt. Und das Spiel startet jetzt.
Oh nein. Ja, ich würde mir auch nur denken, oh, solche Drecksplagen. Ich sag doch, Respekt null. Ich will dahin, das brauche ich doch bestimmt. Ich könnte mich hier hinlegen, brauche ich aber nicht. Oh, ich habe mich aus Versehen ausgeholt. Na gut, dann bis morgen. Die können ich auch noch morgen suchen, die Drecksplagen. So, will ich da hoch? Ich glaube, ich will da hoch. Zack. Hier kann ich nicht rein. Ah, hier kann ich. Ich habe den Mondstein, ja! Wo komme ich raus? So. Geworfen. Lohnt es sich überhaupt? Ey, Leute, das war ein Meisterschuss, okay? Wie soll man denn da hochkommen? Okay, jetzt darf ich in der ganzen Stadt verteilt diese Kinder suchen. Na gut, wenigstens sind die nicht gut darin. Das eine Kind habe ich jetzt schon gesehen. Ich habe Vio schon mal gefunden. Ah, hey, du hast mich gefunden. Ich gehe zurück zur Basis. Besuch mich dort, falls du noch Hilfe brauchst. Okay. Vier Kinder fehlen noch. Sie haben alle ein Stirnband an. Das Problem ist, die können ja auch in Gebäuden sein, ne? Naja, ich wieder rein. Hallo, ist hier wer? Überall jetzt nach Kindern suchen. Okay, hier ist keins. Da ist die Gasse, da komme ich her. Eine Hülsenbeere. Naja. 10 und hier eine Stachelfrucht. Ich habe das eine Kind gesehen, Leute. Keine Sorge, ich bin nicht blind. Ich habe gesehen, dass es sich hinter den Haaren versteckt. Ein sehr raffiniertes Versteck, muss ich sagen. Aber es ist nicht raffiniert genug. Oder sind es tatsächlich einfach nur deine Haare? Das ist nur sein Haarschnitt. Du musst gar nicht sagen, ich höre das oft. Ach, du kannst umwerfen, schöne Haare bekommen, wenn du Schale einen Besuch abstellst. Die großartigste Stylistin im Westen der Stadt. Mach dir gleich jetzt einen Termin für... Ja. Schleichwerbung. In dem Gebäude war sie nicht. Bitte sag nicht, die können da unten sein. Ich habe keinen Bock, da unten zu suchen. So viele Schafe. Kinder, wo seid ihr? Ob die hier drinnen auch Verstecken spielen? Tun sie. Hihi, da bin ich. Ich gehe zurück zur Basis. Wie ist das Kind hier reingekommen? Für was bezahle ich euch beide? Gute Frage. Einfach durchsprint, man sieht die Kinder. Hab's. Also jetzt nicht das Kind. Okay. Wie gesagt, das Rätsel verstehe ich immer noch nicht. Hier könnte ich kochen. Noch weiter gucken.
Warum renne ich jetzt hier wieder durch? Ich wollte nach draußen. Okay, weiter geht's. 3 Kiddies fehlen noch. Ich gucke auch in dem Brunnen mal. Hier sieht es nicht so aus, als ob man irgendwo hin könnte. Er ist doch darunter. Hier ist ein Kind drin. Ja, jetzt ist da noch eins drin. Ich sehe halt nichts. Ich kann da nur links lang. Das Kind muss folglich auch links lang sein, aber ich sehe halt nichts. Und wie kommt man da eigentlich hin? Hier ist keine Tür. Also das Versteck da unten, das finde ich mehr als nur dreckig. Warte mal, vielleicht wenn ich mit eins der Kinder rede. Meine Schwester versteckt sich bestimmt mit ein paar Tieren. Meine Schwester liebt Tiere, okay. Der mit dem grünen Band liebt Schusswaffen. Ja, damit haben wir 2 Orte nochmal. Entschuldigung. Gutes Versteck, um ehrlich zu sein. Die habe ich dich gerade eben nicht gesehen. Manu, du hast mich gefunden, das hat mich verraten. Ab zurück zur Basis. Ja, ich weiß, der ist da unten drin. Kann ich ihn vielleicht mit Glück auch schon in dem Bereich hier vorne sehen? Ich sehe halt wirklich nichts. Da links... Ich weiß, dass da irgendwo was ist, wo man draufstehen kann. Aber das hilft mir halt nichts. Ich mache mir hier für heute Schluss und guck mal, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, sich Licht zu machen. Ansonsten bin ich da unten aufgeschmissen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr ein Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!